Okay, dann wollen wir mal gucken. Ich hoffe, das muss eigentlich funktionieren. Geht doch. Und jetzt den Rest der Pikmin. Muss wechseln. Oh, shit. Ich habe hier nur meine Stein-Pikmin. Muss wechseln, muss wechseln. Der fällt da schon runter. Nein. Auch ein paar daneben geworfen. Frucht halten. Kommt ruhig runter, ist mir egal. Sache, die sterben nicht. Hey, da oben sind die in Gefahr. Sterben wie die Fliegen. Muss ich da oben nochmal hin? Da ist doch irgendwas noch, oder? Also da würde ich auf jeden Fall noch hin. Fuck, hätte ich die gelben mal zuerst geworfen. Du kommst mit. Okay, zwei Pikmine stehen da. Ich kann die Kamera nicht drehen. Jetzt. Immer nur drei. Da versteckt sich einer. Zwei sogar. Und hier oben. Yep, den sehe ich nicht. Kann den nicht anvisieren. Dreck. Rettungsaktion. Schaffen wir schon. Das kriegen wir gebacken. So. Anführer 1 und 2. Wechseln. Für einen Pikmin mache ich das so gerne. Alf, rüber. Na super. Komm. Flucht. Okay, so. Gerettet. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Für den Heuhaufen brauchen wir 30. Dann machen wir das am nächsten Tag. Dödüm. Alle Pikmin sind gerettet. Retten wir noch den Anführer. Okay, zwei Früchte, Boss besiegt, Captain gefunden. Toller Tag. Ich bin gespannt, wo wir als nächstes hingehen können. Tja, wieder kein Futter. Nur nicht mal einer. Wir haben etwas Neues entdeckt. Ich bin schon auf den Geschmack gespannt. Heldinnenträne. Mmh, lecker. So ist wie eine Mango. Mmh, der Mix muss gut schmecken. Boah, eine ganz schöne Menge, aber ist ja schließlich vom Boss. Okay, das ist wirklich eine extreme Menge. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Insgesamt sehe ich gerade, gibt es 66 Zitrusklumpen. Ist auch, glaube ich, neu. Jupp, ist neu. 66 Früchte gibt es.
Und davon habe ich bisher 15. Boah, wir werden super lange überleben, ist gar kein Problem. Jetzt müssen wir die Tagesration wieder durch 3 teilen. Aber der Captain verträgt sicher auch eine kleinere Ration. Das heißt, wir trinken ein bisschen mehr, kann das sein? Ja, immer noch eine Flasche. Captain Dickerchen verträgt viel mehr. Aber er darf nicht. Guck mal, wie enttäuscht er guckt. Mit Hilfe der gelben Pikmin besiegten wir auch die zweite riesenhafte Kreatur. Unglaublich, sie spuckte unseren Captain aus. Er wurde am Stück verschluckt, aber er lebt. Das ist unser Captain. Ich kann noch so viel von ihm lernen. Der Gestank ist allerdings furchtbar. Als wir dem Captain von den essbaren Früchten dieses Planeten erzählten, wirkte er überglücklich. Tag 14. Captain, Sie sind wohlauf. Voll die geile Frisur haben die. Ja, dank meiner treuen Crew. Ich dachte wirklich, sie wären dieses Geisterungeheuer, Captain. Brittany, sie hatten sicher Angst um mich, was? Gefangen in diesem Monster. Jo, der Captain ist wieder da. Jetzt können wir versuchen, den Überlichtschlüssel zu finden. Und die Nahrung. Vergiss nicht die Nahrung. Was ist das für ein Signal? Könnte es unser Freund von Hocktail sein? Es würde mich nicht überraschen, wenn seine Ausrüstung Signale senden würde. Das muss Captain Olimar sein. Wir sollten eine Expedi... Wir sollten dem Signal folgen. Und das werden wir tun. Aber gleich. Ich will wissen, was der Heuhaufen auf sich hat, oder? Ich weiß, ihr seid super gespannt. Wir müssen doch nochmal hierhin zurück. Da gab es noch auch einiges zu sehen. Ich denke, durch den Heuhaufen werden wir mehr Pikmin bekommen. Auch nicht wirklich wichtig. Aber ich werde mich noch bemühen, die Früchte zu sammeln. Das ist ganz wichtig. Wirklich alle Früchte. Garten der Begegnung gehen wir nochmal. Plopp. Denn da waren noch so einige Sachen, die ich nicht gesehen habe. Und die will ich unbedingt noch sehen. Da gab es noch so Elektrogitter. Erstmal machen wir uns natürlich ein Bild von der Lage mit unserem schönen Dingen hier. Copypad oder so hieß das doch. Wir machen genau das gleiche wie vorher. 40 von denen. Und dann 30. Terror! Voll die Party-Pikmin. Aber jetzt habe ich wieder geswitcht. So machen wir es natürlich. Plöpp, Pause. Dann Luki-Luki machen. Okay, wir haben noch nicht so viele Früchte, deshalb werden mir noch keine angezeigt auf meiner Karte gerade. Aber ich sehe den Elektrozaun. Hier müssen wir über die Brücke, über den Zaun vorbei und da sehe ich ganz viele Früchte auf einmal. Also werden mir doch angezeigt. Cool, cool. Da ist der Zaun, ihr habt ihn gesehen. Wir gehen hier lang. Oh, die wollen uns angreifen. Mitkommen. Machen wir die fertig. Boah. Die können eigentlich zurückfahren. Cool, cool. Mehr Pikmin für uns. Oh, 97. Da fehlen mir ein paar. Stehen da noch. Ah, die sind im Boden. Ah, ich habe ein paar verloren gerade. Null Problemo. Wie putze ich die Heisang? Hi. Mitkommen.
Okay, nur die gelben. Wir müssen den direkten Angriffsbefehl eigentlich gerne geben können, dass alle Gelbe direkt da drauf sich stürzen, aber so geht's auch. Schaden! Mit der Blume schlagen die sicherlich noch schneller. Wir können durch. Auf ihn mit Gebrüll! Schon ungefähr 100 gegen einen. Okay, hier müssen wir garantiert graben. Deshalb auch der Elektrozaun. Oh, wow, das Ding ist, glaube ich, größer, als ich dachte. Ich dachte, es ist nur das Kleine da oben. Das ist ein riesiges Teil. Oh, wow. Das muss Saft ohne Ende geben. Selbst das Spiel weiß noch nicht mal, was es ist. Müssen wir analysieren lassen. Vielleicht ist das Ding auch ungenießbar. Boah, die sind da richtig am Headbang. Wirbeln den ganzen schönen Sand auf. Na komm, noch ein bisschen. Ich habe die maximale Anzahl an Pikmin dran. Ich kann die nicht machen. Oh, voll enttäuscht, dass sie nicht helfen können. Aber ihr könnt das Ding wegtragen. Okay, keine vergessen. Immer mal wieder gucken. Nur die Anführer, die sich da ausruhen. Okay, neue Frucht erhalten. So, okay, das war die Frucht, die ich holen wollte. Und ich sehe schon unser nächstes Ziel. Lass mal hier durch die Höhle gehen. Da haben wir nichts mehr, gar nichts mehr. Okay. Da muss ich noch unbedingt hin. Ihr seht's nicht, alles schwarz, aber ich sehe auf meinem Pad, dass hier ganz viele Früchte sind. Aber da kommen wir nicht durch, weil das Ding versperrt uns den Weg. Kommen wir vielleicht ganz außen rum? Jupp, kommen wir. Da ist nämlich der Elektrozaun. Aber hier ist auch noch ein Elektrozaun und hier ist auch noch ein Elektrozaun. Da ist eine Frucht. Eine einzige. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Papom. Auf geht's. Wir sind unbesiegbar im Moment. Kein Viech kann uns zu Schaden kommen. Okay, genau hier. Gelbe Pikmins bereit? Hoffe ich doch mal. Direkt alle drauf pfeffern. Da kommen noch gelbe nach. Oh, sorry. Ey. Mach das Ding kaputt. Schönen Pikmin. So, der verrotten. Er hat keinen gekillt, das ist gut. Och, da sind wieder Pikmin an der Ecke hängen geblieben. Dann frage ich mich nachher wieder, wo sind die geblieben? Das ist nicht blöd. Weil die Blattdinger kommen nicht so schnell hinterher. Da ist noch einer. Mein Gott, nee. Zu blöd, die Viecher manchmal. Okay, 100 von 100. Super. Hier gehen wir lang. Höhle. Man muss sich mal wirklich Zeit lassen, die ganze Welt zu erforschen. Denn man kann hier so viel entdecken. Das ist Wahnsinn.